Herren, wir haben heute im Untersuchungsausschuss zwei Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz als Zeugen, einen amtierenden, einen ehemaligen. Wir haben bisher im Untersuchungsausschuss ja die Strategie verfolgt, dass wir uns quasi von unten nach oben durchfragen. Wir haben sozusagen im Vorfeld eine ganze Reihe von operativ tätigen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vernommen. Und ich sage es mal so, die Performance dieser Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, ihre Aussagen haben viele Fragen nicht beantwortet. Im Gegenteil, die Aussagen haben dazu geführt, dass eine ganze Reihe von neuen Fragen entstanden ist. Wir versuchen das nun mit den Spitzen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes zu klären. Das ist ein ganzer Fragenkatalog, der sich hier stellt. Das beginnt mit der Frage, was hat sich eigentlich beim Verfassungsschutz durch die Veröffentlichung der Snowden-Dokumente verändert? Gab es irgendwelche organisatorischen Änderungen? Gab es neue Richtlinien? Was waren die Konsequenzen für Kooperation mit Nachrichtendiensten aus beispielsweise den Vereinigten Staaten? Das ist die generelle Frage und sehr konkret kann man das dann runterbrechen, zum Beispiel auf ein Kooperationsprojekt des Verfassungsschutzes mit der NSA, bei dem der BND als Makler fungierte. Konkret geht es um die Späh-Software X-Keyscore. Dieses Projekt ist bereits angegangen worden vor den Snowden-Veröffentlichungen und befindet sich seitdem in einer sogenannten Testphase. Jeder, der sich ein wenig auskennt mit IT-Projekten, kann kaum nachvollziehen, dass man also über einen so langen Zeitraum hinweg eine Testphase betreibt. Noch dazu eine Testphase, bei der es überhaupt keine Meilensteine gibt, kein Pflichtenheft, kein Projekt aufgesetzt ist. Das Ganze hat auf mich den Eindruck erzeugt, dass man hier nach den Snowden-Veröffentlichungen kalte Füße bekommen hat und jetzt eine Testphase bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchführt. Das wollen wir ganz konkret insbesondere mit Herrn Maaßen besprechen. Ein weiteres Thema wird die Spionageabwehr sein. Die Bundesrepublik Deutschland als ein Wirtschaftsstandort mit vielen mittelständischen Industriebetrieben, die forschen und entwickeln, da ist unser nationales Interesse, dafür zu sorgen, dass solche Entwicklungen nicht auf dem Tisch der weltweiten Spionage einfach geopfert werden. Dasselbe gilt für die sogenannte politische Spionage, Stichwort Merkel-Handy. Und insofern will ich wissen, was hat man eigentlich jetzt konkret verändert, wenn man sagt, man hat jetzt einen sogenannten 360-Grad-Blick vorgenommen. Da gibt es viele, viele Fragen. Das Personal ist nicht entsprechend aufgezogen worden. Wir haben keinen Personalaufbau, wir haben keinen Sachmittelaufbau. Das Ganze erscheint dann doch eher als ein Aufkleber, als tatsächlich eine substanzielle Veränderung in der Arbeit der Spionageabwehr des Verfassungsschutzes. Und schlussendlich geht es um die Frage, ob das Amt irgendwelche Anlässe hatte, zu vermuten, dass eventuell der Datenaustausch mit amerikanischen Diensten, dass die Lieferung deutscher Daten eventuell einen ursächlichen Beitrag dazu hätte leisten können, dass es zu illegalen, tödlichen Drohneneinsätzen der Amerikaner gekommen ist. Wir haben verschiedene Weisungen, Erlasse, die vom Amt und auch vom Innenministerium ergangen sind, im Ausschuss ausführlich erörtert mit den Zeugen. Da wollen wir wissen, was sind da die konkreten Anlässe gewesen, welche Tatsachen hat man im Amt wirklich gekannt und gewusst und wo hat man vielleicht auch Augen verschlossen. Da dienen diese beiden Zeugen auch im Wesentlichen uns, wenn Sie so wollen, als Kronzeugen. Natürlich wird sich Herr Maaßen insbesondere, auch wenn das nicht Untersuchungsgegenstand ist, aber aufgrund der Vorfälle, die wir in einem anderen Bereich im NSU-Umfeld haben, da haben sich eklatante Organisationsmängel im Amt gezeitigt. Das sind Organisationsmängel, die der Schwere nach den Organisationsmängeln beim Bundesnachrichtendienst in nichts nachstehen. Da wird sich Herr Maaßen natürlich die Frage gefallen lassen müssen, ob alles das, was seine Leute uns bisher erzählt haben und ob auch das, was er uns heute erzählt, tatsächlich die Tatsachen sind, die im Amt bekannt sind. Denn man muss einfach sehen, wir haben Organisationsmängel sowohl beim Bundesnachrichtendienst als auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Offensichtlich wissen die jeweiligen Spitzen nicht, was im Amt läuft. Und man muss mittlerweile die Frage stellen, ob sowas vielleicht sogar System hat. Dem werden wir heute auch mit den beiden Präsidenten nachgehen. In Konsequenz musste ja BND-Präsident Schindler gehen. Was denken Sie, wird Herr Maaßen nach der Anhörung heute noch bleiben können?
Ach, wissen Sie, wenn ich mir heute die Konstellation anschaue, Herr Fromm, Herr Maaßen, ich glaube, Herr Fromm ist wegen eines Umstandes damals gegangen, der durchaus vergleichbar ist mit dem, was wir aktuell im Bundesamt für Verfassungsschutz sehen. Und Herr Fromm hat damals die Konsequenzen gezogen, weil er eine Beschädigung des Amtes und seiner Autorität im Amt gesehen hat. Herr Maaßen muss sich das selber überlegen und wir werden insgesamt nach dem üblichen Muster vorgehen, aufklären, bewerten und dann werden wir uns über Konsequenzen unterhalten. Vielen Dank. Was können Sie zur Erweiterung des Untersuchungsauftrags sagen? Wir haben eine Erweiterung des Untersuchungsauftrages einvernehmlich mit allen Parteien des Deutschen Bundestages vereinbaren können. Mir persönlich war das auch sehr wichtig, weil Sie wissen, wir haben auch den Einsetzungsauftrag gemeinsam verabschiedet. Das ist ja immer nicht ganz leicht. Wir hatten ursprünglich einen Erweiterungsantrag der Opposition, der für meine Beurteilung zu weitgehend war, an einigen Stellen auch ins Blaue hineinging und deswegen erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt war. Es ist uns gelungen, gemeinsam das so hinzubekommen, dass wir jetzt, glaube ich, im Kern eine gute Abgrenzung haben zwischen unserer Arbeit als Untersuchungsausschuss und den regulären Kontrollgremien, sprich dem parlamentarischen Kontrollgremium. Ich sage es ganz offen, ich würde diesem Erweiterungsantrag auch zustimmen, aber Sie kennen, wir befinden uns in einer großen Koalition. Unser Koalitionspartner sieht sich leider dazu nicht in der Lage und insofern würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn sich dann die große Koalition insgesamt enthält. Wir als SPD sehen jedoch diesen Antrag als zustimmungsfähig an.